In diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit dem Gradienten eines Skalarfeldes, also die Wirkung des Nabla-Operators auf ein skalares Feld Phi, das von den drei kartesischen Koordinaten x1, x2, x3 abhängt. Oder wir schreiben analog symbolisch Gradient von Phi. Was ist die Bedeutung des Gradienten? Dazu überlegen wir uns zunächst einmal sogenannte Äquipotentialflächen. Was sind Äquipotentialflächen? Wie der Name sagt, sind also Flächen in R3, auf denen das Potential gleich ist. Ja? Das heißt, durch die Gleichung Phi von x1, x2, x3 gleich c, irgendeine Konstante, definiert man Flächen in R3. Das ist also entspricht einer Fläche im Raum. Und was wir sofort sehen werden, ist, dass der Gradientenvektor normal auf diese Äquipotentialflächen steht. Wie sehe ich das? Wir starten mit dem totalen Differential der Funktion, nämlich wie ist es definiert, das totale Differential? Phi nach dx1 mal dx1 plus d Phi nach dx2 mal dx2 plus d Phi nach dx3 mal dx3. Wir können das natürlich jetzt viel kompakter schreiben, nachdem wir diese Summe dieser drei Ausdrücke als Skalarprodukt schreiben können, nämlich als Skalarprodukt von d Phi nach dxi mal dem Differential dxi. Beziehungsweise in symbolischer Form schreiben wir das als Skalarprodukt des Gradienten mit dem Vektor der Differentiale dx. So, jetzt bemerken wir, ich schreibe es noch einmal an, d Phi ist gleich d Gradient von Phi mal dx. Ich betrachte jetzt hier eine Äquipotentialfläche. Auf dieser, wenn ich jetzt hier das totale Differential bilde auf beiden Seiten, sehe ich hier, auf der linken Seite steht eine Konstante. Das heißt, die ändert sich nicht. Die Ableitung ergibt. Das heißt, dieser Ausdruck hier ist gleich 0. Schreiben wir dazu. Auf der Äquipotentialfläche. Das heißt aber nichts anderes, als dass der Gradientenvektor, nachdem das Skalarprodukt verschwindet, muss der Gradientenvektor muss normal stehen auf dx. Nachdem es sich ja hier um eine Äquipotentialfläche handelt, ist dieser Vektor hier, der steht tangential auf die Fläche. Und damit folgt daraus, dass dieser Vektor normal auf die Äquipotentialfläche steht. Ich veranschauliche das anhand eines zweidimensionalen Beispiels. Das tue ich mir leichter mit dem Zeichnen. Zwar nehmen wir jetzt an, diese Funktion Phi, sei in dem Beispiel, sei jetzt zum Beispiel eben nur eine Funktion von zwei Variablen und gegeben durch die Form x1 Quadrat plus x2 Quadrat. Dann beschreibt es konstant. Beschreibt das jetzt natürlich in zweidimensional keine Fläche mehr, sondern eine Kurve in R2. Und im speziellen Beispiel hier sind diese Kurven, wäre das ein Kreis mit einem gewissen Radius. Das möchte ich jetzt hier skizzieren. Wir haben also jetzt hier irgendwo x1 und x2 Achse.
x1 und x2. Und die Äquipotentiallinien in dem Fall wären also Kreise in der x1, x2-Ebene. Und eine so eine Äquipotentialkurve zeichne ich ein. Die muss noch um den Ursprung zentriert sein, dieser Kreis. Das wäre jetzt hier eine Linie, auf der das Potential konstant ist. Und was wäre der Gradient? Der Gradient können wir ja natürlich ausrechnen. Der Gradientenvektor von Phi wäre also d Phi durch dx1 und d Phi durch dx2. Ergibt also nichts anderes als das Vektor 2x1, 2x2, beziehungsweise 2 mal x1, x2. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwo einen Punkt rauszeichne, x1 und das wäre x2 hier, dann ist der Gradientenvektor ein Vektor, der in Richtung des Ortsvektors doppelt so lang ist. Ja, in dem Fall wäre das also jetzt hier dieser Vektor. Das wäre der Gradient von Phi in diesem Punkt. Und Sie sehen schon, dass der tatsächlich normal auf die auf, normal auf diese Tangentlinie steht. Weil in dieser Potentialfläche, wenn ich mich entlang dieser Fläche in 2D entlang dieser Kurve bewege, ändert sich das Potential nicht. Und das dx, die Änderung der Funktion, steht dann ja hier normal drauf. Ja, das dx ist ja nichts anderes als unsere Ableitung. Wäre in dem Fall das Wegelement, das vektorelle Wegelement. Wenn ich jetzt hier eine Kreisgleichung aufstellen würde, macht man das vielleicht noch schnell, wenn ich jetzt hier quasi diesen Kreis parametrisieren würde, dann würde ich sagen, x von Phi ist gleich eine Konstante r mal Cosinus Phi Sinus Phi und x wäre dann eben der Vektor r mal minus Sinus Phi Cosinus Phi d Phi und das wäre ein Vektor, der steht hier tangential drauf. Ja, damit ist also gezeigt, der Gradient ist ein Vektor, der steht normal auf die Äquipotentialflächen in R3, beziehungsweise normal auf die Äquipotentiallinien in R2. Eine weitere wichtige Eigenschaft, die in der Physik sehr wichtig ist, wenn wir den Nabla wirken lassen auf ein skalares Feld, bekommen wir, nachdem Phi hier ein Skalar ist und der Nabla-Operator ein Vektor, bekommen wir ein Vektorfeld. Ja? F ist damit eine Funktion von x2, x2, x3 und ein Vektor. Ja, das heißt, wir haben hier die Wirkung des Nabla-Apparates generiert ein Vektorfeld. Solche Vektorfelder, die sich als Gradient des Skalars eines Skalars ausdrücken lassen, die nennen wir F ist ein konservatives Feld. In der Physik ist übrigens gebräuchlich, ihr habt das in der Vorlesung jetzt hier nicht, in dieser Vorlesung nicht gemacht, hier bei der Definition dieses Vektorfeldes ein Minus einzuführen. Ja? Das ist Konvention in der Physik. Das ist negative Vorzeichen. Gut, was hat das jetzt für Bedeutung? Wenn ich ein
so ein konservatives Feld habe, dann gilt ja Folgendes für ein Wegintegral. Nehmen wir an, ich betrachte ein Wegintegral, wie wir es in einer der vorangegangenen Stunden betrachtet haben. Das heißt, wir haben jetzt hier irgendwo ein Koordinatensystem x1, x2, x3. Betrachte die Integration dieses, wir haben das Arbeitsintegral genannt, von einem Startpunkt 1 zu einem Punkt 2 entlang einer Kurve C. Und wir nehmen an, dass f jetzt tatsächlich ein Skalar, Entschuldigung, ein konservatives Feld ist. Dann gilt ja, dass wir hier diesen Ausdruck f durch den Gradienten von 4 setzen können. Was dann jetzt aber hier steht, ist nichts anderes als das totale Differential der Funktion, dieser skalaren Funktion. Ja, das ist ja nichts anderes als das totale Differential. Das heißt, wir integrieren jetzt hier das totale Differential und das ergibt aber nichts anderes als Phi am Endpunkt, also Phi von R2 minus Phi von R1. Und nachdem wir hier in dem Ergebnis der Wege nicht mehr eingeht, finden wir, dass so ein Arbeitsintegral, das ist das wichtige Ergebnis, wegunabhängig wirkt. Das heißt, ich könnte genauso gut von dem Punkt hier 1 starten und entlang eines anderen Weges C2 integrieren. Das Ergebnis wird sich nicht ändern, solange es sich bei F um ein konservatives Kraftfeld handelt. Nehmen da gleich noch ein Ergebnis vorweg. Wenn wir eben zum Beispiel hier jetzt entlang eines geschlossenen Weges integrieren, nehmen wir an, ich starte hier von 1, 2 über den Weg C und gehe dann hier zurück von 2 über einen anderen Weg, schließe also hier den Weg. Wir schreiben dann für so ein Integral über einen geschlossenen Weg, deuten wir an, indem wir beim Integralsymbol hier einen geschlossenen Kreis dazu machen. Dann sehen wir, wenn es sich hier um ein konservatives Kraftfeld handelt, dann verschwindet dieses geschlossene Wegintegral. Warum ist das so? Weil wieder gleiches Argument wie vorne, ich drücke das ja aus über ein totales Differential und nachdem der Start- und Endpunkt der gleiche ist, steht dann hier Phi von R1 minus Phi von R2, was dann natürlich 0 ergibt. Ja, wir merken es also. In so ein Arbeitsintegral über einen geschlossenen Weg verschwindet, solange wenn F ein konservatives Kraftfeld darstellt. Ja. Ein Beispiel jetzt noch zum Abschluss. Und zwar nehmen wir an, es wäre ein Kraftfeld gegeben. Nämlich mit den Koordinaten 2x1 plus x2, x1 Quadrat, na, x1 minus x2 Quadrat und 0. Die Frage ist f
konservativ. Also das heißt, gibt es jetzt hier ein Potenzial, dessen Gradient dieses Kraftfeld ergibt? Wie geht man da vor? Ich muss also überprüfen, d phi noch dx 1 müsste dann ja geben 2x 1 plus und d phi noch dx 2 muss ergeben x 1 minus x2 Quadrat und d phi noch dx 3 ergibt 0. Jetzt kann man die Gleichung hier integrieren nach x1. Was ergibt sich daraus? Die Integration ergibt phi von x1, x2, x3. Die rechte Seite integriert ergibt dann eben ein x1 Quadrat plus x1 x2 plus im Prinzip jetzt eine beliebige Funktion, die noch von x2 und x3 abhängen kann. Ja, warum ist das so? Überlegen Sie mal die Umkehrung. Wenn wir jetzt hier diesen Ausdruck wieder partiell ableiten nach x1, haben wir hier stehen 2x1, ja, passt, und x2 und dieser Term partiell ableiten nach x1 weg. Das wäre sozusagen die Verallgemeinerung einer Integrationskonstante, die wir hier dazu schreiben, nachdem es sich hier mal um eine Funktion handelt, die von drei Variablen abhängt, bekommen hier eine Funktion, die von den anderen beiden Variablen noch abhängen darf. Gut, das wäre sozusagen die erste Gleichung, die ich jetzt hier benutzt habe. Wie geht es jetzt weiter aus der zweiten Gleichung hier? Jetzt kann ich ja die Ableitung hier bilden. D phi nach dx2 benutzt bereits das Ergebnis, das ich hier schon erreicht habe. Nach x2 abgeleitet, da gibt es ja i1 plus df noch dx2 und das muss gleich sein x1 minus x2 Quadrat. Muss jetzt so sein, dass sich x1 jetzt hier weghebt, weil f darf ja nur mehr Funktion von x2 und x3 sein. Das heißt, diesen Ausdruck muss ich jetzt dann noch einmal integrieren, aber jetzt noch x2. Daraus ergibt sich dann f zur Funktionserinnerung von x2 und x3. Noch x2 integrieren wir hier, also ein minus x2 hoch 3 halbe plus, na Drittel natürlich, Entschuldigung, Drittel, plus jetzt der beliebige Funktion, Integrationskonstante sozusagen, der darf eine Funktion von x3 sein. Gut, jetzt benutzen wir noch die dritte Gleichung und dann sind wir fertig. Leiten also den Ausdruck jetzt hier noch einmal nach x3 ab. Was ich brauche, ist die phi nach dx3. Wenn ich das hier einsetze, die ersten beiden Ausdrücke hängen nicht nach x3 ab, sondern der auch nicht, sondern ich kriege dann nur dg nach dx3 ist gleich 0, weil hier 0 steht. Ja. Und daraus sehe ich, dass das g von x3 eigentlich nur eine Konstante sein darf, denn nicht c. Wenn wir jetzt alles zusammenfassen, dann finden wir daraus dieser Rechnung, dass es tatsächlich jetzt hier ein Potential gibt. Und dieses Potential hat folgende Gestalt, nämlich x1 plus x1 x2 und für f haben wir gefunden minus
x2 der dritten Drittel und g kann auch eine beliebige Konstante sein. Das heißt, wir haben ein Potential gefunden. Daraus folgt, f ist konservativ. Wir können es nochmal überprüfen. Wenn wir jetzt hier, machen wir das, wenn wir jetzt hier diese Funktion nicht aus, mal sehen, noch x1 partiell ableiten, bekommen wir 2x1 plus x2, der Ausdruck, der hier steht. Und wenn wir es noch x2 ableiten, ergibt sich genau x1 minus x2 Quadrat. Die Ableitung von dem Ausdruck ergibt ja genau x minus x2 Quadrat. Gut. Als Übung machen wir jetzt noch Folgendes. Jetzt rechnen wir mit Hilfe dieses Vektorfeldes ein Integral über einen geschlossenen Weg aus. Und zwar als geschlossenen Weg wählen wir jetzt ein Quadrat in der Ebene. Wir berechnen also so ein Integral über dieses Kraftfeld über einen geschlossenen Weg. Nach dem, was wir ganz allgemein gezeigt haben, muss das jetzt hier 0 ergeben. Ja, wir überprüfen diese 0 indem durch explizites Ausrechnen jetzt noch einmal. Und zwar das Feld haben wir jetzt schon gegeben und den geschlossenen Weg. Wählen wir in der x1, x2-Ebene und zwar nochmal der Einfachheit halber hier ein Quadrat, startet hier mit 0, 1. Hier hat man wieder 1 und den Weg wählen wir jetzt hier, startet mit dem Ursprung, dann gehen wir hier rauf, dann hier rüber. Und hier wieder runter. Weg. Über den wir integrieren wollen. Den Weg, das Wegintegral wollen wir jetzt hier berechnen für unsere für unser Vektorfeld hier. Gut, wir schreiben also zunächst einmal, können wir sagen, dieses Integral über den geschlossenen Weg, das zerlegen wir in vier Integrale. Das ist den gesamten Weg C zerlegen wir in vier Teilstücke. Integrieren also mal über den Weg C1 plus Integral C2 plus Integral über den Weg C3 plus Integral über noch den letzten Weg C4. Ich werde es da hier nicht alle explizit vorführen, aber wir beginnen mit dem ersten Weg. Zur Erinnerung, was muss man so tun, um so ein Wegintegral auszurechnen? Ich brauche einmal eine Parameterdarstellung dieses Weges. Das geht hier natürlich besonders einfach. Ich mache es trotzdem ausführlich. R von t kann ich also wählen als zum Beispiel als t0, 0. T geht dann von 0 bis 1, wenn ich diese Parametrisierung wähle. Ja, weil wenn ich 0 einsetze, bin ich beim Ursprung. Und wenn ich t gleich 1 setze, bin ich bei dem Punkt da hier. Und dann brauche ich das vektorelle Wegelement, brauche also die Ableitung dr0t mal dt, ergibt in dem Fall einfach 1, 0, 0, dt. Dann brauche ich
F, schreiben wir es uns noch einmal an, damit wir uns leichter tun, F von x1, x2 und x3 wurde durch folgenden Ausdruck gegeben, nämlich 2x1 plus x2, x1 minus x2 Quadrat und 0. Und was ich jetzt brauche, ich brauche f, dieses Vektorfeld entlang des Weges. Also ich muss einsetzen, x1 ist eine Funktion von t, x2 ist eine Funktion von t und x3 ist eine Funktion von t. Ja, und das ist hier mein Weg, den ich einsetzen muss. Also x1 von t ist gleich t. Das heißt, hier steht einmal 2t. x2 ist 0 entlang des Weges. Und hier haben wir noch einmal t stehen, minus 0, 0. Und dann brauche ich hier im Integral das Skalarprodukt von f mal dr. Es ergibt f mit dr multipliziert, ergibt 2t dt. Alle anderen Terme fallen weg, weil hier Nullen stehen. Und damit habe ich das erste Integral hier, kann ich schon anschreiben, f mal dr über den Weg c1. Das Integral t geht ja von 0 bis 1. 2t dt ergibt nichts anderes als t Quadrat zwischen 0 und 1, ergibt genau den Wert 1. Ganz analog geht man dann bei den anderen Integralen vor, nur anhand von dem Weg c2 noch einmal den Ansatz zumindest. Was muss ich hier machen? Ich starte wieder mit einer, ich brauche eine Parameterdarstellung dieses Weges. Ja, kann ich mal so an, ich starte jetzt hier beim Punkt 1, 0, 0 und gehe jetzt in die y, in die x2-Richtung. Also ich brauche jetzt hier sowas wie 0, t, 0, wobei t wieder zwischen 0 und 1 liegt. Oder ich schreibe das r von t als ein Vektor, nämlich 1, t, 0. Dann folgt das dr wäre 0 dt 0 und f an der Stelle x1 von t, x2 von t, x3 von t wäre dann der Vektor, das muss ich für diese Parameterdarstellung jetzt hier einsetzen in meine Beziehung für f. Also x1 ist, schreiben wir es uns nochmal, hier muss ich es einsetzen. Die Parameterdarstellung muss ich jetzt hier einsetzen. Dann ergibt sich x1 ist 1, also 2 plus x2 ist t und x1 ist hier 1 minus t Quadrat 0 und das Skalarprodukt f mit dr ist entsprechend dann 1 t Quadrat dt und das Integral darüber bildet man das gleich Integral f dr über diese Seiten, den zweiten Wegabschnitt c2 ergibt dann das Integral wieder von 0 bis 1 integriert. 1 minus t Quadrat dt ergibt also hier t minus t der dritten Drittel zwischen 0 und 1 ergibt also hier 1 minus ein Drittel sind also zwei Drittel. Und ganz analog geht man dann bei den anderen beiden vor und findet hier, fassen wir es zusammen, hier haben wir gefunden den Wert 1
Hier haben wir gerade gefunden den Wert 2 Drittel. Hier finden Sie, wenn Sie die Rechnung ausführen, den Wert, muss ich überlegen, was soll in meinen Unterlagen nicht stehen. Hier, das habe ich hier stehen, ergibt sich, ich habe es in meinen Unterlagen nicht stehen. Überprüfen Sie es bitte selbst. Am Ende muss dann natürlich 0 rauskommen. Gut, damit sind wir mit dieser Vorlesung über den Gradienten und über konservative Vektorfelder fertig.